Kiel mit Weitblick, die zweite. Heute zum Thema Kinder und Bildung. Ich stehe hier auf einem Platz, in dem sonst während der Kieler Woche Tausende von Kindern eine tolle Zeit haben, auf der Krusenkoppel, auf der Spiellinie. Ich stehe hier nicht ohne Grund. Das ist ein tolles Angebot, wo die Stadt beweist, was sie an tollen Sachen für Kinder und Jugendliche machen kann. Ich stehe aber auch deshalb, weil wir hier einen sehr guten Blick auf den Landtag haben. Und der Landtag ist genauso wichtig wie die Stadt, wenn es um gute Bildung und gute Chancen für unsere Kinder und Jugendlichen geht. Hand in Hand, Stadt und Land. Das muss die Devise sein, wenn wir mehr Bildung, mehr Betreuungsmöglichkeiten haben wollen. Ich habe ein Thesenpapier hier, in dem ich mich mit sehr wichtigen Fragen der Kieler Kommunalpolitik im Bereich Kinder und Bildung befasse. Ich selber habe einen 8-jährigen Sohn, der in die 2. Klasse geht, in Hammer. Und weil wir immer so schlecht über Bildung reden, da will ich mal eine Lanze brechen. Das ist eine sehr gute städtische Schule. Diese Schule ist um Längen besser als die Grundschule, auf die ich vor über 30 Jahren gegangen bin. Andererseits, ganz viele Probleme, die wir in der Stadt, in der Gesellschaft haben, haben mit einer Bildung und Sozialpolitik zu tun, die dazu geführt hat, dass eben nicht jedes Kind so gefördert wird, so ermutigt wird, sei es im Elternhaus, sei es in der Kita, sei es in der Schule, dass es einen guten Start ins Leben und auch ins Berufsleben bekommt. Das müssen wir ändern. Ganz viele Probleme, Arbeitslosigkeit, Gewalt, Kriminalität, zerstörte Familien hängen damit zusammen, dass wir es eben nicht schaffen, gerade Kindern aus ärmeren Familien, aus bildungsferneren Familien, so den Rückenwind zu geben, den sie bräuchten. Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen ändern und verbessern, aber man muss harte, dicke Bretter bohren, damit das klappt. Dazu gehört zum Beispiel in Kiel. Wir brauchen noch mehr Betreuung, wir müssen aber auch an der Qualität der Betreuung arbeiten. Wir brauchen ganz viel Verlässlichkeit für die Eltern, dass wir einheitlichere Standards in der Nachmittagsbetreuung haben und eine große Verlässlichkeit. Verlässlichkeit fängt aber schon bei den Wartelisten an. Viele Eltern haben schlaflose Nächte, weil sie nicht genau wissen, bekommt mein Kind ab dem nächsten Schuljahr oder dem Kita-Jahr die Betreuung, auf die die Eltern angewiesen sind, weil sie Familie und Beruf miteinander vereinbaren müssen. Wir müssen uns um Ernährung und Bewegung in den Schulen und Kitas kümmern, da liegt vieles im Argen. Ich möchte einen runden Tisch machen, wo ich alle Akteure an den Tisch hole, um mit ihnen zu besprechen, was wir da noch besser machen können. Und dazu gehört natürlich auch, dass gerade in Kiel, der Stadt am Meer, alle Kieler Kinder schwimmen lernen müssen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das neue Zentralbad an der Hörn bauen. Das Thema Inklusion, die Integration von Kindern mit Behinderung in den Schulen ist ein ganz großes Thema. Hier kann es nicht nur um Inklusionsquoten gehen, sondern wir müssen hier viel mehr über die Qualität reden, denn Anspruch und Wirklichkeit fallen in diesem Bereich noch weit auseinander. Des Weiteren, Schulsanierung muss weitergehen. Wir haben tolle regionale Bildungszentren. Wir müssen den Anschluss von Schule in Ausbildung oder Weiterqualifizierung, das regionale Übergangsmanagement, noch verbessern. Wir haben da schon eine ganze Menge geleistet, aber auch dort ist noch nicht aller Tage Abend. Es gibt also ganz viel zu tun im Bereich von Kinderförderung, von Kita, von Schule. Ich habe am Anfang gesagt, Hand in Hand Stadt und Land, aber auch bitte Hand in Hand Verwaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und es wäre auch schön, wenn wir endlich mal aus dem Ideologienstreit in der Schulpolitik rauskommen und die Dinge, wo wir uns einig sind, auch bei der Umsetzung des neuen Schulgesetzes, dass wir die auch gemeinsam machen. Das hat die Stadt verdient, das haben die Kinder und Jugendlichen alle mal verdient. Musik